Willkommen zurück, Reisende. Wir sind in Going Medieval. Nach unserer letzten Aufnahme damals den Schneider errichtet, das Spiel noch weiterlaufen lassen, musste es aber aufsichtigen, weil die sich in einer Tour eingegraben haben. Aber der Graben da hinten, der ist so groß, das hat so lange gedauert. Ich musste über 5 Stunden Echtzeit hier sitzen und die beaufsichtigen, diese Dödel. Jetzt wollen wir uns mal angucken, was ich noch gemacht habe. Ich habe hier ein paar Fahnen aufgehangen. Das ist dann unser Eingang. Ich habe hier Säulen hingestellt mit Fackeln und Flaggen. Und hier haben wir jetzt zum Teil zu. Aber noch nicht alles. Das dauert wirklich sehr lange. Hier haben wir den Schneider ja errichtet. Ich habe daneben das Gebäude schon fertig gebaut. Hier angefangen. Und auf der Seite angefangen. Hier machen wir eine Apotheke draus. Den Schildern hier steht noch gar nichts. Müssen wir noch ändern. Da auch. So, dann machen wir jetzt erstmal weiter. Also. Leider kann man das, was man hier reinschreibt, nicht auf den Schildern sehen. Was sehr schade ist. Aber wir lassen die mal weitermachen, damit die irgendwas tun. So. Hier haben wir jetzt den Apothekertisch. Ein paar Regale für Medizin. Können wir eigentlich hier noch eins hinstellen? Naja, in den 5 Stunden habe ich auch alle Händler angequatscht, die kamen. Es hatte nicht einer Kräutersamen dabei. Also wir können immer noch keine Kräuter anbauen. Hier ist ein Tisch, so wie zum Bezahlen, weil so Tresen gibt es nicht wirklich. Und hier müssen wir jetzt erstmal gucken. Simulantien hier. Der Alkohol muss weg, der ist nämlich für Desinfizieren und Desinfektionsmittel und für die Apotheke und sowas. Aber Bier und Wein kann ja alles sehen. Und ich habe gedacht, es reichen eigentlich 2 Regale. Eigentlich sollten hier alle Mahlzeiten rein. Dann haben die Einwohner immer was zu essen in der Nähe und auch was zu trinken. Ah. Das ist ja ärgerlich. Hier müssen wir alle jetzt umstellen. Schade, dass man nicht, also man kann zwar alle anwählen, aber nicht alle gleichzeitig bearbeiten. So. Ja, da ist egal, da reißen wir alles ab. Da ist noch einer. So, mal über das Holz rausnehmen. Bin ich nicht angewählt? Ach, jetzt. Weil Holz haben wir gar nicht so viel. Aber Zweige und Kohle. Und Kohle ist wohl auch besser
wie Holz zum Verwenden. Also machen wir, wenn wir Holz haben nachher, daraus Kohle. Oberwein ist verrottet, ja super. Wie kann unser Alkohol eigentlich im Keller verrotten? Essig. Honigwein. Honigwein, Essig. Hier nehmen wir mal Essig raus. Ja, fermentiertes nehmen wir auch alles raus. Das braucht Wärme. Bis 10 Grad. So. Essig kann hier rein. Und hier. So. Ja, Alkohol. Von mir aus. Aber eigentlich reicht der Alkohol in den beiden hier. Das Essig. Jede Menge Johannisbeeren. Gerste bis zum Abwinken. Schön kühl hier unten. Minus 3,8 Grad. So. Müssen wir hier noch die ganzen Lager unten beide einstellen. So. Dass hier kein Alkohol rein darf. Und ein Regal abreißen. Und den umgestellt. Ja. So, das gleiche müssen wir auf der anderen Seite tun. Und dann am besten, wenn wir einen hinsetzen, direkt immer dran denken. Das kommt hier raus und hier auch. Und zwei Regale reichen, ja. So. Hier reichen auch zwei Regale. Und hier haben wir noch gar keine Lagerflächen für Alkohol. So. Da haben wir. Oh, die sind alle aus. Ja schon Winter. Sollten wir mal anmachen.
Der Brennstoff da drin hält ewig. Also einmal befüllen reicht für den ganzen Winter. So. Und hier in der Schneiderei steht gar keiner. Das ist ein Minus gerade drin, das ist aber gar nicht gut. Da müssen wir am besten erstmal einen reinstellen. Stellen wir den dann am besten hin. Ist hier hinten? So. Dann am besten unten noch zwei. So vielleicht. Ja, können wir noch nicht umstellen, sind noch nicht gebaut. Aber Fackeln fehlen hier drin auch. Können ja eigentlich auch Kerzenleuchter nehmen, wie in den Häusern. Drei sollten reichen. Oh, drei. So. Oh, unten haben wir gar keinen Platz. Kommen unten keine rein. So. Im Schnee lässt sich natürlich wenig planen. Hier haben sie wohl schon Erde aufgefüllt. Hier sollten sie noch ein bisschen Lehm abbauen. So. Wir brauchen noch Wohnhäuser, damit wir das hier endlich abreißen können. Wir haben genug Betten, sonst würde er ja hier rumheulen. Und warum leiden. Verhungern? Oh nein. Ich sag ja, wenn man die nicht beaufsichtigt. Guckt man einmal nicht hin und dann sowas. Was zum Henker macht die? Ja, du musst dich da schon selber rausbefreien, du. Also. Hat sich einfach den Fußboden unter den Füßen weggebuddelt, ey. Kann nicht wahr sein. Also hier haben wir jetzt dann zwei Ebenen fast ganz abgetragen. So, hier angepflanzt. Karotten. Kohlfeld. Johannisbeeren. Gerste. Nichts gut. Dunkelrüben. Und Flachs. Also, wir bauen das Wohnhaus hier fertig. Dann sind wir auf der sicheren Seite.
So. Müssen auch gucken. Ich glaube, wir bauen nur bis hier. Weil vom Platz her reicht das. Wegen Geschäfte und alles. So, wie haben wir das jetzt hier gemacht? Fenster. Zwei Fenster. Tür. Zwei Fenster. Hinten Fenster geht ja gar nicht. Also erstmal habe ich die hier alle falsch gesetzt. So. Machen also Fußboden. Okay, da liegt schon überall Fußboden. Schnee ist das echt für den Arsch. Wenn wir hier natürlich nichts dran bauen, müssen wir überlegen, ob wir hier vielleicht die Seite dann Fenster bauen. Mal gucken. So, Treppe wäre auf der Seite. Holzbalken. So. Treppe. Im Geschäft haben wir so. Wenn sie hier dann aber so bauen. Dann ist er nur für die Angestellten. So. Und hier kommt dann rein. Cool, haben wir nicht erforscht. Die beiden hier. Holzarbeiten und Bogenbauertisch. Tisch für Holzarbeiten auch oben hin. Vielleicht gegenüberliegend. Ah, ist falsch rum. So, gegenüberliegend. Unten kommt wieder ein Tisch hin. Hier ist die Treppe. Ja, mal gucken, wie groß ist ein großer Tisch denn? Sieht zu groß aus für den Raum. Aber der hier ist
irgendwie ganz komische Maße. So, nehmen wir den. Ein Stuhl. Brauche ich hier so einen Qualitätssessel. So. Dann brauchen wir da Werkzeug, Wandregale. In falsche Richtung. Gilt es als Werkstatt. Unten machen wir dann da ist ein Waffenladen ist. Armor 2. Vielleicht hier ein paar Waffenhalterungen. So. Vielleicht noch. So irgendwie. Immer dahin hin. Oder so. Vielleicht. Dann brauchen wir noch Fackeln. Dann nehmen wir natürlich wirklich Fackeln, ist ja ein Waffenladen. So. Feuerbehälter. Dann nehmen wir auch ruhig den aus Eisen. Da in die Ecke. Da in die Ecke. Hier vielleicht. Und je nachdem, wo wir da jetzt dann das Fenster hinsetzen. Ah, Schild haben wir schon. Das ist schon mal sehr gut. Waffenladen. Passt das ja eigentlich ganz gut. So vielleicht. Ja. Bogen, der auch aussieht, also nicht hoch kann, sondern quer, der schießen tut. Der jetzt irgendwie noch ein bisschen besser, aber naja. Handelskarawane. Gut, es schläft gerade mal keiner. Was ist er denn? So. Redekunst 12, 6, 22. Geh mit dem reden. Was? Wir brauchen um den Kräutersamen. Alles andere ist vollkommen egal. Gemälde. Aha.
Karotten, Katze, Kohl, Kohlsamen und nur Kräuter. Er hat wieder keine Kräutersamen. Ist doch scheiße. Können die mir Leben verkaufen? Gemälde. Weiß nicht, wo wir die hinstellen. Warum haben wir 1900 Flexsamen? Ja, 900 Stück haben. Wer Mensch. So. Wir haben auch 25.000 Heu. Nimm mit, was du tragen kannst. So. Kein Mensch braucht so viel Heu. Das kommt alles vom Flachs. Das Lager hier langsam voll. So, also Fenster. Also hinten ist es nur die Wand. Nur so. Etwaige Türen bauen wir, wenn später. Ach so, hier müssen ja dann auch Fenster hin. So. Bilden da rum, aber kein Kalkstein. Real hergestellt. Doch. Also diese Wand hier muss weg. Und dann Fenster. Ein, zwei Fenster. Ein, zwei Fenster. Rein, rein, rein. Und da kommt Fenster rein. Und unten habe ich es natürlich auch. Ah, oh, nee. Da kommt eine Tür hin. Hat er gemacht, gut. Fenster. 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 So. Schilder. Wo waren die? Da. Ein Hängeschild. Machen wir mal auf der Seite. Und eine Fackel. So. Dann ein Banner. Da gibt es leider nicht mehr so die Auswahl irgendwie. Die sind jetzt alle einfach nur aus anderem Material. Aber mal im Ernst, was soll man mit einer aus Katzenfell? Und da vielleicht? Und hier vorne? Oder nur da. Ja, das sehen wir dann mal. So. Ich habe hier vergessen, Holzbalken einzuziehen. Obwohl, das Dach müssen wir gar nicht, ne?
Ja, war schon falsch. Boah, will er mich verarschen? Ist das Dach da drauf? Oh, da fehlen die Zimmer. So. Doch ernsthaft ein Fußboden oder was? Betten. Die hier haben natürlich einen höheren Wert. Ästhetik 25, die hier nur 15. Aber guckt mal, die sind breiter. Die sind zwei breit. Das hier ist nur eins breit. Daher nehmen wir die. Oh, ein kleiner Tisch. Oh, was bringt ein Tisch? Ja, 35, den müssen wir nehmen. Ist nur die Frage, nehmen wir eine Eisentruhe, die hat einen Wert von 35. Ich könnte auch Gold nehmen, aber mal im Ernst. Eisen reicht. Sudele. Feuerwälder. So. Cool. Wo habe ich den anderen hingestellt? Vor die Wände. So, unten auch. Da haben wir Eisen. Und zwar so. Kommt hier noch ein Tisch rein. So. Ein paar Stühle. So. Ah ja, und Regal und ein Lager. So, kopieren. Wo haben wir das hingestellt? So. Dahin. Kopieren. So, dann sollten wir gleich eine Werkstatt haben und zwei neue Schlafzimmer. Oh, da fehlt der Backgammon-Tisch. Und über den Backgammon-Tisch gehört natürlich ein Kerzenleuchter. Da über dem Tisch auch. Da über dem Tisch. Jetzt können wir in der Werkstatt gucken, ob wir da noch so eine Bodenheizung einsetzen und Fackeln. Also Lampen. So, dann kommt da ein
Hier noch einer hin. So. Und da noch ein Werkzeugregal hin. Da kann noch eins hin. Ah, hier haben wir jetzt einfach noch das Fenster nicht eingebaut, ne? War gewartet hatten. So. Dann zählt das als Werkstatt. Ich habe hier gar keinen Fußboden. So. So. Ups. So. Jetzt schneit es natürlich wieder. Aber zum Glück haben wir den Fußboden schnell genug verlegt. So, dann haben wir hier einen Werkstattraum. Unten drin haben wir einen Verkaufsbereich. Waffen, Rüstungen. Hier gegenüber ist der Schneider. Wir können natürlich noch ein paar Regale hier. So, warten. Wenn wir da eventuell ja Fenster und Tür reinmachen. Ja, aber da kann eins hin. Ja, und auf Ecke machen wir auch keins. So, er zeigt an, wir haben kein Holz. War irgendwie klar. Wir haben auch noch keine Bäume gepflanzt. Da müssen wir dann... Oh cool, er hat gespeichert und jetzt sind wir sonst wo. Bäume pflanzen irgendwo. Ist nur die Sache, wo. Könnten wir ja hier irgendwie machen. Allerdings auf jeden Fall... Ah, wir haben da schon Birken. Kann man die schon 15 Holz geben? Nee, bringt ja gar nichts. Ja, komm. Fell halt. So. Also, wir wollten ins Lager kurz gucken. Erweitern. So. So. Echt viel zu wenig Lagerfläche. So. Essig haben wir auch genug. Na, noch drin. Wolf. Oh, Wolf. Huhn. Wildschwein. Wo ist denn der ganze... Inworks. Ah, es kann sein, dass wir den hier für die Lampen brauchen, ne? Ja, 4 Bienenwachs.
trotzdem irgendwie gedacht, wir hätten vielleicht ein bisschen mehr. Aber wir haben auch null Alkohol. Hier steht das zum Fermentieren. Was stellen die denn hier eigentlich her? Also Met, Ale, Fruchtsaft. Wir haben 800 Fruchtsaft? Eiche? Fruchtsaft. Wir sollten irgendwie genug zu saufen haben, ne? So, haben die diese komischen Puppen gebaut. Jetzt muss ich die einzeln auswählen, ne? Der ist doch auf sehr hoch. Warum liegen denn dann hier noch Klamotten? So. Räumen sie die dann weg? Scheint so. Aber ich befürchte, wir haben zu wenig Lagerfläche. Wir können ja oben noch von diesen Puppen hinstellen. Da. So. Warum ist da ein Loch im Boden? Also, dann können hier noch welche hin. Ach, dann kommen die hier nicht mehr durch. Da muss erstmal ein Zaun hin. Ja, da hinten sieht gefährlich aus, machen wir auch. Dann halt noch eine dahin. Und eine dahin, vielleicht kommen sie dran. Da, Ecke. Drehen. Sicher. Echt, warum habe ich hier den Fußboden vergessen gehabt? Hier ist er doch überall. Ja, auf jeden Fall müssen wir uns noch was einfallen lassen. Wir haben zu viele Klamotten. Also hier vorne, das Gebäude wird sowieso nur Lager. Oh, da können wir Fußboden reinsetzen. Dann kommt Wand. Zack. Zack. Eine Treppe nach oben.
Ups. Ja. Bin ja. Nein. So. Balken. Balken. Gucken, dass wir jetzt hier nicht auch wieder welchen vergessen. So. Lagerfläche. So. Erstmal alles entfernen. Was sollte denn hier neben kommt die Schmelze und der Rüstungsmacher. Und kommt hier unten rein. Eisen, Kohle. Ja. Silber, Gold. Lehm, Kalkstein kommt ein weiter. Kommt hier. Barren, Barren, Barren. Da. Hoch. So. Genau, und hier kommt ein Lager hin für. Warte, ich habe Kohle jetzt hier reingepackt, ne? Mal auch hier ein bisschen Holz noch lagern. Nee, lieber Alkohol. Oben kommen dann eigentlich dasselbe nochmal. Nee, wir entfernen einfach die Barren und legen die Barren nach oben. Nein. Ja, das ist nicht gesetzt, weil der Boden noch nicht da ist. Ah, okay, da müssen wir jetzt erst auf den Boden warten. So, da muss eine Tür rein. Wie viel Lehm haben wir? 2300 Ziegel. 6.300. Naja, wenn wir das hier und hier so abbauen, können wir hier ja eigentlich zuschütten, dann. Genau, Lagerhaus Hände weg, das haben wir schon mal gemacht. Björn. Jetzt baut doch mal den Fußboden da fertig, ich will ein Lager hinsetzen.
Kann ja nicht wahr sein. Denn im Lager liegt doch noch gar nichts. Na gut, das liegt noch alles hier. Bin ja Silber, Gold, Eisen entfernen. Das liegt ja jetzt da drüben. Haben sie jetzt oben den Boden? Nein, haben sie noch nicht. Oh, jetzt. So. Alles entfernen. Hergestellt, Eisenbarren, Gold, Silber, mechanische Komponenten. Oh. Dann können wir die Barren hier drüben auch entfernen, sollten hier welche sein. So, so, so. So, so. Dann machen wir nämlich im. Machen wir nicht. Hier dann eine Werkstatt. Die andere Werkstatt mit den verschiedenen Öfen hier hinter. Und hier noch ein Lagerhaus. Denn ja. Wenn hier nichts ist, ist nicht schlimm. Wir machen dann da einfach Felder oder einen Park hin oder so. Müssen wir mal sehen. Da haben wir es doch vergessen. So. Okay, dann haben wir ja gut was geschafft heute. Die Siedlung nimmt langsam Form an. Dann fehlen noch die beiden großen Kirchen. Die werden wir an die Seiten bauen. Und dann nur noch hier hinten den Thronsaal. Beziehungsweise den Sitz des Imperators. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet immer Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.